Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Yoga-Praxis. Such dir jetzt bitte erstmal eine angenehme und aufrechte Sitzhaltung, in der du einen Moment dich zurückziehen kannst. Schließ am besten deine Augen und wir beginnen mit den Händen vor dem Herzen. Mit der nächsten Einatmung streckst du die Arme zum Himmel. Und mit der Ausatmung bringst du die Hände wieder vor dem Herzen. Noch einmal einatmen, streck die Hände und Arme zum Himmel. Und ausatmend kommst du vor dein Herz zurück. Noch einmal einatmen und mit der Ausatmung entspannst du mehr und mehr. Leg jetzt gerne deine Hände einen Moment auf deinen Oberschenkeln ab. Lass deine Augen geschlossen. Und ich lade dich ein, mal ganz bewusst in dich hineinzuspüren, wie du dich heute fühlst. Wie nimmst du deinen Körper wahr? Was spürst du? Wie fühlst du dich heute in deinem Körper? Nimm auch ganz bewusst wahr, in welchem Zustand heute dein Geist ist, dein Mind, wie du dich mental und emotional fühlst. Und ich lade dich ein, all dies, was du gerade beobachtest, in Liebe, mit Herzlichkeit anzunehmen. Und jetzt komm bitte langsam, ganz bewusst, in eine Rückenlage, streck dich aus, streck die Beine aus und bring die Arme, streck sie nach hinten aus, bring sie hinter dich. Spür einen Moment deinen Atem und mit jeder Einatmung streckst du jetzt eine Seite deines Körpers. Du streckst das rechte Bein mit dem rechten Arm, mit der Ausatmung entspannst du. Einatmend linkes Bein mit dem linken Arm strecken und ausatmend entspannst du. Einatmend eine Seite strecken und öffnen und mit der Ausatmung entspannen. Und ganz bewusst wahr, wie sich die Seiten jetzt öffnen mit der Einatmung und wie sie sich mit der Ausatmung wieder entspannen. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, entspannen. Jetzt langsam richte deine Aufmerksamkeit auf deine Füße und beginne ganz bewusst deine Füße zu kreisen. Erst in die eine Drehrichtung, mach das ganz bewusst und behutsam, ganz achtsam und spüre, was du tust. Dort, wo deine Aufmerksamkeit ist, da ist deine Energie. Jetzt gerade in deinen Füßen, den Fußgelenken, den Fußsohlen, in den Fersen. Kannst dann auch immer mal wieder die Drehrichtung ändern. Mach das wirklich so, wie sich das für dich gut anfühlt. Und lass dabei den Atem fließen. Halte jetzt langsam inne und jetzt bringe bitte die Knie auf die Brust, umfasse deine Schienbeine und beginne, deine Hüften zu kreisen. Ganz bewusstes Kreisen deiner Hüften und nimm auch dies wieder ganz bewusst wahr. Eine wunderbare Übung, um deine Hüftgelenke zu mobilisieren, um deinen unteren Rücken zu entspannen. Also sei ganz bewusst, was du da gerade tust, wie sich das im Körper anfühlt und lass immer schön den Atem dabei fließen. Kannst gerne durch die Nase einatmen, durch die Nase ausatmen. Du darfst aber auch gerne mal durch den Mund ausatmen. Fühl dich da ganz frei. Also tu das, wie sich das für dich gut anfühlt. Kannst die Drehrichtung ändern und dann komm langsam
mit den Füßen auf die Matte zurück. Bring jetzt die Fußflächen zueinander. Lass die Knie zu den Seiten fallen und die Arme sind neben deinem Körper. Mit der nächsten Einatmung streckst du die Arme ganz weit nach hinten. Mit der Ausatmung kommst du zurück und presst die Fußflächen zueinander. Einatmen, streck die Arme nach hinten, lass die Knie zu den Seiten fallen. Und ausatmend, press deinen unteren Rücken auf die Matte. Einatmend, öffnen. Deine untere Wirbelsäule bewegt sich. Ausatmend, press die untere Wirbelsäule auf die Matte. Einatmend, öffne dich, streck dich. Und ausatmen, aktiviere deine Füße, deine Beine und deinen Rücken. Einatmend, nimm ganz viel Energie auf. Und ausatmen, lass all das los, was du nicht mehr benötigst heute. Einatmend, füll dich mit Energie. Und ausatmend, lass los. Einatmen, öffnen. Und ausatmend, loslassen. Beende jetzt diese Sequenz, streck deine Beine aus und spüre diesem Tun jetzt etwas nach. Nimm ganz bewusst wahr, wie du jetzt atmest und wie du dich in deinem Körper fühlst. Bring die Füße jetzt bitte zu deinem Gesäß, streck die Arme zu den Seiten aus, du kannst die Handflächen nach oben oder nach unten legen. Und nun lass die Knie genüsslich zur Seite fallen, während du zur anderen Seite den Blick richtest. Also wenn es nach rechts geht, schaust du nach links. Und wenn es nach links geht, schaust du nach rechts. Die Schultern sind dabei entspannt. Bleiben auf der Matte liegen und die Knie fallen zu den Seiten. Vielleicht atmest du ein, während die Knie zu den Seiten fallen und kommst mit der Ausatmung in die Mitte zurück. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt. Ausatmend lässt du die Knie zu den Seiten fallen und einatmend kommst du zur Mitte zurück. Tue das, was sich für dich gut und richtig anfühlt. Einatmend. Komm in diese kleine Rotation, in der du deine Wirbelsäule beweglich machst und auch dein Herz öffnest. Beende das jetzt langsam und streck die Arme wieder zu den Seiten aus, streck die Beine aus und spür auch hier wieder deinem Tun ganz bewusst nach. Bring jetzt die Füße wieder zu deinem Gesäß. Sie sind parallel zueinander ausgerichtet. Die Arme liegen an den Seiten. Press die Füße auf die Matte. Und mit der nächsten Einatmung hebst du das Becken, hebst den Rücken und streckst die Arme nach hinten aus. Die Füße bleiben schön geerdet. Mit der Ausatmung bringst du Wirbel für Wirbel auf die Matte, bringst die Knie zur Brust und bringst das Kinn zur Brust. Einatmend streckst du die Beine gen Himmel, Füße in Flex, die Arme werden nach hinten ausgestreckt. Und ausatmend kommst du ganz langsam und genüsslich wieder in die Ausgangshaltung zurück. Erde dich, einatmend, komm in die Schulterbrücke, ausatmend, mach dich ganz klein zu einem Paket, Kinn zur Brust, einatmend, streck die Beine gen Himmel, die Knie sind durchgestreckt, die Arme nach hinten ausgestreckt und ausatmend, kommst du langsam wieder auf die Matte zurück.
Finde deinen eigenen Rhythmus. Einatmen, Schulterbrücke. Ausatmen, bringst du dich ganz, machst du dich ganz klein zu so einem kleinen Paket. Einatmen, streck die Beine gen Himmel. Und ausatmend kommst du in die Ausgangshaltung langsam zurück. Deinem eigenen Rhythmus. Einatmen, Schulterbrücke. Öffne dein Herz. Ausatmung, lass alles los. Einatmend, Füße gen Himmel. Und ausatmend kommst in die Ausgangshaltung zurück. Spür ganz bewusst dort hinein, deinen Körper, das, was du tust. Nimm das bewusst jede Bewegung, jede Haltung wahr. Wie sich das für dich anfühlt. Lass den Atem schön fließen. Atmung führt und Bewegung folgt. Beende das jetzt und streck wieder die Beine aus, entspann deine Arme, deine Hände und spür deinem Ton wieder nach. Genehmige dir eine Pause, deinen Atem zu spüren und wie du dich in deinem Körper fühlst. Komm jetzt langsam in eine Kniehaltung, richte dich aus, spreize deine Finger, richte deine Knie nach deinen Hüften aus, spür deinen Atem, lass ihn fließen und beginn jetzt mit so ganz genussvollem Kreisen deines Beckens. Das Becken geht nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach links. Ganz genussvolles Kreisen in beide Drehrichtungen und lass dabei den Atem fließen. Genieße das, was du tust. Es ist wirklich wunderbar für dein Becken und auch für deinen Rücken, für den unteren Rücken. Hände sind schön gespreizt, die Knie sind geerdet. Und jetzt strecke deine Arme aus, strecke deine Hände aus und lasse deine Brust und deine Stirn auf die Matte fallen. Ganz bewusst den Atem fließen lassen und dabei den Rücken strecken. Diese Variation des herabschauenden Hunds. Jetzt geht's in die durchgetauchte Drehung. Mit dem rechten Arm kommst du unter den linken Arm, lässt die Schulter fallen. Und du kannst auch gerne etwas das Becken bewegen. Kommst wieder zurück und streckst nochmal ganz bewusst die Wirbelsäule, öffnest dein Herz. Und dann geht's zur anderen Seite. Handfläche nach oben, Schulter liegt auf der Matte, kannst die Hüften etwas bewegen. Und spür wirklich ganz genau hin, was du tust, wie sich das anfühlt. Komm nochmal in diese Variation des herabschauenden Hundes. Wird deine Wirbelsäule gestreckt, dein Rücken gedehnt, das Herz geöffnet. Beine sind im rechten Winkel, das ist wichtig. Und lässt langsam so die Brust nach unten fallen. Knie sind entspannt. Und jetzt komm ganz langsam aus dieser Haltung heraus. Setz dich einen Moment auf den Fersen ab und spüre nach. Spür vor allen Dingen deinen Atem.
Er hat sich jetzt geweitet, gedehnt, dein Körper ist weiter und größer geworden und dabei hat dein Atem wieder Platz bekommen. Setz dich jetzt bitte mit den Beinen gekreuzt, die Arme und die Hände liegen auf den Knien. Spür deinen Atem. Atme ein und aus. Ein und aus. Und mit der nächsten Einatmung. Hände nach unten. Ausatmend öffnest du die linke Hand. Einatmend beugst du sie. Öffnest die rechte Hand. Atme ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Und wechsel immer die Handflächen. Mit der Ausatmung wird die Handfläche nach oben gebracht, mit der Einatmung nach unten. Ausatmen. Halte jetzt inne. Ausatmen. Bringe jetzt beide Handflächen nach oben. Nimm ganz bewusst deinen Atem wahr. Spür deinem Atem nach. In einem angenehmen, wirklich aufrechten Sitz, wo der Atem frei fließen kann. Und spüre deinem Ton nach. Mach dir ganz bewusst, wie du dich jetzt fühlst in deinem Körper, was sich bei dir auch mental und emotional verändert hat. Je häufiger du das praktizieren wirst, desto mehr Benefits wirst du haben. Bring die Hände jetzt bitte nochmal vor dem Herzen zusammen, einatmen, streckst du noch einmal die Arme und die Hände zum Himmel. Und mit der Ausatmung kommst du wieder vor dem Herzen zusammen. Ich danke dir für diese schöne Praxis und praktiziere sie so oft, wie es geht. Namaste.